Mein Name ist Robert Tank und ich bin hier der Küchenchef. Ich bin hier in dem Haus jetzt seit über 2,5 Jahren verantwortlich als Küchenchef und als Ausbilder und begleite quasi die Auszubildenden komplett durch ihre ganze Werdezeit, die dann immer zwischen 2,5 bis 3 Jahre dauert, die Ausbildung. Ja, mein Name ist Lennart Schaube, ich bin 22 Jahre alt, bin jetzt im ersten Ausbildungslehrjahr hier im Hotel Palace. Meine Ausbildung geht 3 Jahre, ich kann auf 2,5 Jahre verkürzen, da ich mein Abitur gemacht habe. Hab dann nach dem Abitur, nach der schulischen Ausbildung, 1 Jahr lang studiert. Hab gemerkt, dass es das nicht ist, das Studium. Und wollte dann was Handwerkliches machen, ja, wo ich am Abend sehe, was ich mit meinen Händen geschaffen habe. Und da das Kochen schon immer eine Leidenschaft für mich war und mich schon immer fasziniert hat, auch die Wissenschaft dahinter, bin ich dann letztendlich zum Kochen gekommen. Also das Wichtigste daran ist einfach das Interesse am Beruf. Ja, also dass man da wirklich interessiert ist. Dass man vielleicht ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt. Und ja, ansonsten ist wirklich so dieses Grundinteresse an dem Beruf sehr wichtig, weil man der Beruf hat was mit Leidenschaft zu tun, mit sehr intensiven Arbeitstagen auch. Der Beruf ist nicht besonders leicht. Ich sage mal, es ist keine Bürotätigkeit, sondern es ist halt wirklich ein anstrengender Beruf. Und deswegen braucht man da halt sehr viel Leidenschaft und sehr viel Interesse. Und wenn man das mitbringt, kann man aber alles beigebracht bekommen. Ja? Ein gewisses Grundtalent ist vielleicht ganz gut, wenn man sagt, man hat einen guten Geschmack auf der Zunge, man kann sehr gut herausschmecken, welche Produkte, Lebensmittel in einem fertigen Gericht verarbeitet worden sind, dann ist es natürlich sehr gut, aber man kann natürlich auch sehr vieles lehren und lernen und zeigen. Am meisten Spaß macht mir eigentlich in der Ausbildung, dass es jeden Tag eigentlich neue Aufgaben gibt, die ich mache. Ich mache jeden Tag was anderes. Ich komme nicht in diesen Trott rein, dass mir irgendwie mal was langweilig wird. Natürlich gibt es Aufgaben, die man öfter macht, ja, und die mir vielleicht auch nicht so liegen, aber das ist in jedem Job so. Und es ist halt diese Abwechslung und die Kreativität, die mich an dem Job jeden Tag reizt. Bezüglich der Noten in der Schule ist es so, dass natürlich ein gutes Zeugnis sehr hilfreich ist. Natürlich braucht man jetzt keinen Mathe-Leistungskurs LK mit einem Schnitt von einer 1. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es reicht, wenn man eine normale schulische Ausbildung hat, sprich Hauptschule, Realschule oder eben auch Gymnasium. Und die Schulen sollten in den Noten generell relativ gut sein, gerade auch was so Mathe, Deutsch. Das mag man vielleicht beim Kochen nicht so glauben, aber wir rechnen natürlich sehr viel mit den Rezepten auch. Wir müssen uns ordentlich mit unseren Gästen verständigen können. Deswegen gerade auch in dem internationalen Geschäft, wie das bei uns ist, sehr wichtig, natürlich Fremdsprachen, sprich Englisch als Sprache ganz vorne weg. Und ansonsten ist es natürlich auch immer sehr schön, wenn man Spanisch, Französisch spricht. Das hilft dann schon weiter. Und die Schulnoten sollten generell natürlich gut sein. Das ist ganz wichtig. Also im ersten Lehrjahr bekomme ich 550 Euro. Im zweiten Lehrjahr sind es 650 Euro und im dritten abschließenden Lehrjahr sind es dann 750 Euro, die ich bekomme. Und das halte ich eigentlich auch für relativ fair. Also ich komme früh morgens zur Arbeit oder halt zu Schichtbeginn. Das wechselt ja auch jeden Tag immer. Baue mir meinen Posten auf, das heißt Schneidebrett, Eimer für Abfälle und die Messer packe ich aus, putze die dann nochmal. Anschließend gucke ich mir an, was so an dem Tag geplant ist, was wir machen, was wir für Veranstaltungen haben, was wir produzieren müssen. Hol mir die Sachen aus dem Lager, ja, oder aus dem Kühllager. Und anschließend gehe ich die Sachen an, verarbeite sie und bin hoffentlich dann irgendwann rechtzeitig durch.